Hallo, ich wollte mich noch mal kurz vorstellen für die, die mich nicht kennen. Ich bin Astrid Warup-Manthey und ich habe überlegt, ich bin, glaube ich, seit 40 Jahren bald Feministin. Und ich freue mich tierisch, hier so viele junge Frauen zu sehen, mit so geilen, transparenten, beziehungsweise so vielen supergeilen Pappen, weil ich gedacht habe, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und ich habe eben kurz mit Lale gesprochen und wir haben festgestellt, danke, wir haben festgestellt, das ist eigentlich so wie in den Anfängen der zweiten Welle des Feminismus, so in den 60er, 70er Jahren. Und das freut mich einfach tierisch, das muss ich euch nochmal sagen. Ihr braucht keine Angst zu haben, ich werde nicht alles lesen, sondern es sind etliche Stichpunkte auch nochmal. Also ich stehe jetzt hier einerseits für die Städtegruppe von Terre des Femmes, wo ich auch Koordinatorin für Frauenrechte und Religion gewesen bin in Berlin. Und ich bin aber auch Gleichstellungsbeauftragte. Das heißt, der Frauentag ist sozusagen einer der Tage, wo ich immer auch Veranstaltungen selber mache, selber durchführe und meist auch Rednerin bin. Ich wollte noch mal sagen, der heutige Frauenmarsch ist wieder, ich muss sagen, eigentlich leider wieder der Solidarität gegenüber der feministischen Revolution im Iran gewidmet, aber natürlich auch dem Widerstand, der mittlerweile so unterdrückt wird in Afghanistan oder auch von vielen Kurdinnen oder auch von Jesidinnen, von so vielen Frauen gewidmet. Wir erleben patriarchale Gewalt in weltweit ganz unterschiedlichen Formen. Und deswegen ist es nicht nur am Internationalen Frauentag unsere Pflicht, daran zu erinnern, dass Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts immer noch massiv benachteiligt werden. Und ich möchte auch noch mal sagen, der Frauentag, und das finde ich hier nämlich auch klasse, auf unseren Transparenten, der Frauentag muss auch seinen Namen behalten, weil der Frauentag auch eine historische Entwicklung ist, ein historisches Datum ist und er soll nicht umbenannt werden. Das sage ich als ganz alte Feministin. Seit langem zeigen sich also diese Brutalität, Grausamkeit und Missachtung innerhalb dieser patriarchalen und dann auch zumeist religiös fundierten Systeme besonders deutlich im Iran. Den Slogan, den wir vorhin immer gerufen haben, Jin, Jiyan, Azadi, Frauen, Leben, Freiheit, der ist mittlerweile weltweit zum Ruf der Solidarität mit den mutigen Iranerinnen und dem iranischen Volk auch geworden. Der hat sich natürlich nochmal massiv ausgeprägt und ist weitergegeben worden nach dem grauenvollen Mord, möchte ich einfach sagen, an Gina Masha Amani und Amini durch die sogenannte Religionspolizei. Aber es sind auch vorher schon Frauenbewegungen gewesen. Und 1979 gab es auch schon mal von Seiten der Frauen, das war sozusagen gegen die damalige islamische Revolution, von der sich sicherlich viele was versprochen haben, die aber zu einer massiven Unterdrückung der Frauen geführt hat, dass sie gesagt haben, die hatten den Slogan, Frauenrechte sind universell, sie sind nicht westlich und nicht östlich, sondern sie gelten weltweit überall. Und das möchte ich einfach auch noch mal sagen. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass diese feministische Revolution sich entwickelt hat, ursprünglich auch aus diesem Widerstand gegen die islamische Verschleierung. Und dass da sozusagen der Widerstand gegen das Regime draus wurde. Es gab zwar immer schon kleinere Proteste und Demonstrationen, in denen sich die Frauen für Freiheit, Selbstbestimmung und das Recht ohne Verschleierung leben können eingesetzt haben. Aber es lief schon lange Zeit auch in den sozialen Medien und es ist großartig, dass immer mehr Männer sich auch dafür engagieren. Das Gros der iranischen Bevölkerung will ein Ende von Willkür und Unterdrückung, von Terror und Morden am eigenen Volk. Die ganz oft an Frauen vollzogen werden. Es sitzen so unendlich viele junge Leute auch vor allen Dingen im Evin-Gefängnis. Es sind so viele junge Menschen hingerichtet worden. Die Zukunft dieses Landes wird mit Füßen getreten im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist einfach eine Katastrophe. Und diese Menschen protestieren einfach für Freiheit, Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Das sind Sachen, die haben wir hier in der Demokratie, denken wir, in vielerlei Hinsicht. Und das haben wir auch. Aber auch hier gibt es zum Beispiel fundamentalistische Strömungen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch unsere Frauenrechte hier noch gar nicht so lange existent sind. Und wir haben auch immer noch enorm viel zu bewältigen, um tatsächlich auch Frauenrechte im Sinne von Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit und Gleichbehandlung umzusetzen. Na, wir dürfen also nicht blind von falsch verstandener Toleranz Fundamentalisten gewähren lassen. Das erleben wir nämlich immer wieder.
Entschuldigt bitte. Ne? So wie sich die Demokratie hier seit Jahrzehnten leider weiter aushöhlt, indem wir islamistischen Fundamentalisten erlauben, auf die Straße zu gehen und so, zum Beispiel zum Al-Quds-Tag zu demonstrieren. Wir erleben das gerade an dem weltweit gestiegenen und auch in der Bundesrepublik wirklich eklatant ekligen Antisemitismus, der natürlich auch Frauen betrifft, der jetzt natürlich nicht nur Frauen betrifft, aber auch ganz massiv Frauen betrifft. Und wir müssen einfach aufpassen, dass das, was wir mühevoll im Laufe der Jahrzehnte beziehungsweise beinahe Jahrhunderte eigentlich erkämpft haben, dass das nicht alles wieder sozusagen den Bach runtergeht oder mit Füßen getreten wird. Denn wir müssen überlegen, dass diese Frauenrechte, die wir hier haben, nicht nur für deutsche, autochthone Frauen gelten, sondern natürlich für alle Frauen und Mädchen, die hier leben, die hierher gekommen sind. Und da dürfen wir nicht irgendwie unterscheiden, ach, das ist eine Tradition, das ist ein kulturelles Ritual, wie auch immer, sondern diese Frauen, diese Mädchen haben hier Rechte, wenn sie hierher kommen. Und hier leben. Und wir müssen nicht nur dafür kämpfen, dass sie das hier erleben, sondern wir müssen natürlich uns auch dafür einsetzen, dass das, was wir als Humanismus und Menschenrechte hier als Grundlage unserer Demokratie auch haben, Aufklärung, Menschenrechte und Humanismus, dass das, wenn möglich, auch perspektivisch in diesen ganzen Ländern, wo jetzt viele Menschen hierher geflohen sind, auch weiter verbreitet werden kann. Also unsere Demokratie ist sehr fragil. In den letzten Jahrzehnten haben wir erlebt durch viele Attentate und Übergriffe und das weltweite Wachsen islamistischer Gruppen, dass wir da immer weiter aufpassen müssen. Und gerade anhand der Mädchen, und vorhin wurde gesagt, ja, man kann sich entscheiden, ob man mit einer Frau lebt oder einem Mann lebt oder wie auch immer. Und es gibt eben auch Mädchen oder Frauen, die sich freiwillig verschleiern. Und da möchte ich sagen, ich befasse mich jetzt wirklich mit dem politischen Islam seit über 30 Jahren. Und ich habe so viele Frauen kennengelernt aus diesem Bereich, die hierher geflohen sind. Die Freiwilligkeit, so wie wir sie definieren, mit einer sogenannten intrinsischen Motivation, die ist nicht weit her. Sondern wenn man in einer sehr rigiden Community, mit sehr rigiden Traditionen, mit sehr rigiden Vorstellungen von Frauen- und Männerrollen aufwächst, dann ist es ganz schwer zu sagen, ich entscheide mich freiwillig für ein Kopftuch. Denn dieses Kopftuch soll ja vor den Blicken von Männern schützen, um es mal ganz kurz gefasst zu sagen. Ne? Und so funktioniert das natürlich nicht. Und deswegen müssen wir hier drauf achten, dass das hier nicht einfach weiter zunimmt. Ich könnte jetzt noch alles aufzählen, wo wir mittlerweile ganz viel Zugeständnisse gemacht haben, die aber nicht sein dürfen, weil sie unsere Demokratie auch gefährden. Ne? Also besorgte Stimmen sagen zum Beispiel, dass Mädchen und Frauen in konservativen Communities sonst gar keine Möglichkeit am gesellschaftlichen Leben hätten. Und da sage ich, umgekehrt wird ein Schuh draus. Das, hier wird doch der Bock zum Gärtner gemacht. Denn nicht wir, wenn wir für ein Verbot von Verschleierung uns einsetzen, sind diejenigen, die etwas verhindern, sondern diejenigen, die verhindern, dass ihre Mädchen, ihre Kinder, ihre Töchter und ihre Frauen an der Gesellschaft teilnehmen. Die sind doch diejenigen, nicht wir. So, und ich komme jetzt auch zum Ende, dabei braucht ihr keine Sorgen zu haben. Also, das heißt, wir erleben, dass auch in Deutschland die von der Verfassung garantierte Freiheit, Selbstbestimmung den Mädchen in vielen Communities immer noch verwehrt wird. Dass gesagt wird, wenn sie unversteuert rumläuft, ist sie eine Fitna und ein sündiges Wesen und sie ist verantwortlich für die Ehre der Familie. Das ist nicht so. Und wir müssen das einfach auch immer wieder vermitteln. Und wir müssen die Frauen und Mädchen auch unterstützen. All diese patriarchal-archaischen Vorstellungen propagieren nun besonders die Mullahs. Und in Afghanistan leiden auch die Mädchen und Frauen wieder unter diesem unglaublichen Schreckensregime der Taliban. Wir vergessen das Leid der vielen Kurdinnen. Und wir vergessen, die von den Terroristen der Daesh, des IS, ermordet, entführt, gefoltert, vergewaltigt und als Sklavinnen gehalten wurden und werden. Auch von den Jesidinnen. Denn wir wissen einfach, dass Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt eine Kriegswaffe sind. Und seit dem Bosnienkrieg ist das auch weltweit von der UN als Kriegswaffe anerkannt worden. Das müssen wir uns vor Augen halten. Mädchen und Frauen sind die vulnerabelste Gruppe. Und wir machen 51% der Menschheit aus. Und wir sind sozusagen permanent in allen Bereichen gefährdet und in Kriegen immer die ersten Opfer.
So, jetzt komme ich wirklich zum Ende. Wir haben die Gleichberechtigung der Geschlechter also in der Verfassung verankert. Und deswegen fordern wir in vielerlei Hinsicht eine Umkehr der bisherigen Politik, die diese strukturellen Benachteiligungen weiter etabliert. Zur feministischen Außenpolitik wurde eben kurz was gesagt. Und das ist etwas, was wir hier auffordern, nämlich eine feministische Politik, die sich nämlich auch auf andere marginalisierte Gruppen bezieht, diese mit einbezieht, die hat zum Ziel, sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt zu bekämpfen, strukturelle Ungleichheiten aufzuheben, das gleichberechtigte Handeln und Miteinander zu fördern. Und diese Forderung nach außen zu richten, bedeutet gleichzeitig im Innen, also unserer Politik und Gesellschaft, Benachteiligung zu benennen und aufzuheben. Denn ohne das sind Chancengleichheit, Vielfalt und auch Inklusion nicht möglich. So, lasst uns also unter der feministischer Politik den von mutigen Frauen im Iran begonnenen Kampf um Freiheit und Frauenrechte unterstützen und fortführen. Ich bedanke mich. Eine wahre Feministin. So, jetzt zur Auflockerung möchten wir hier...